Wie gehen Sie an ein neues Werk heran? Wie jeder andere Wissenschaftler, der an einem Roman oder einem anderen Werk mit historischen Grundlagen arbeitet, muss man zunächst die verfügbaren Quellen ermitteln. Excellent to see you again. Good to see you. What do you have here? I wanted to show you some of these entries here that were never. Hier gibt es einige sehr interessante Einträge, die nie von den ersten in die zweiten Korrekturfahnen übernommen wurden und nicht mit dem Autograph übereinstimmen. Überhaupt nicht mit dem Autograph übereinstimmen. Daran sieht man, wie überfordert man damals mit dieser Klangwelt war und mit welcher Geschwindigkeit das Werk gestochen werden musste. Hier steht ganz klar etwas, dass jemand vom Verlag in die Korrekturfahnen eingetragen haben muss, und das Fragezeichen zeigt deutlich, dass da etwas unstimmig ist. Die Korrekturen in schwarzer Tinte dagegen stammen ohne Zweifel aus Debussys Hand. Dies ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, was schief gehen kann. So etwas findet man selten. Einträge in 3, 4, 5 verschiedenen Farben. Die Partitur ging ja an einen Kopisten, der daraus die Stimmen erstellte. Die Musiker nutzten diese Stimmen, um zu experimentieren und Korrekturen vorzunehmen. So entstanden verschiedene Schichten. Für Aufführungen wurden Änderungen in den Stimmen vorgenommen, diese oft aber nicht in die Partitur übertragen. Die Stimmen gingen dann an den Notenstecher, um als Stimmen gesetzt zu werden, und die Partitur wurde unabhängig davon als Partitur gesetzt. Und so kam es dazu, dass Stimmen und Partitur in der gedruckten Ausgabe nicht mehr übereinstimmen. Und das müssen wir dann in Einklang bringen. Ich betreue das Lektorat Klaviermusik hier im Bärenreiter-Verlag. Das sind speziell Urtextausgaben, also klassische Komponisten. Bei den Urtextausgaben geht es darum, quellennah zu publizieren, also den möglichst, einen Text zu edieren, der möglichst nah am Komponisten steht, also die Intention des Komponisten widerspiegelt. Das bedeutet, man muss dafür verschiedene Quellen heranziehen, zeitgenössische Quellen, die vom Komponisten autorisiert sind. Dazu gehören die Handschriften natürlich, Autographe oder auch Skizzen, verschiedene Drucke. Es ist Aufgabe des Herausgebers, hiervon einen Quellenabgleich zu erstellen in Form eines kritischen Berichtes. Das ist also eine Liste, wo das alles dokumentiert wird, was abweicht, die verschiedenen Lesarten. Und dann geht man hin und erstellt die Stichvorlage für den Notenstecher. Als mein Vater Karl Vötterle 11 Jahre alt war und sich auf einer Tour mit den Wandervögeln befand, sah er den kleinen Stern Alcor. Und da sagte ihm ein Freund, das ist das Reiterlein auf dem großen Bären. Und wenn du nicht mehr laufen kannst, dann kannst du auf mir reiten wie das Reiterlein auf dem Bären. Wobei dieser große Gedanke, das wird mal ein Verlag, sicher nicht bestand. Als er diesen Gedanken hatte, die Liedblätter zu veröffentlichen, hatte er kein Startkapital. Und die ersten Ausgaben, also dieses Hektographieren, Lochen mit Kordeln versehen, das fand im Wohnzimmer meiner Großeltern in Augsburg statt. 1923, noch nicht ganz volljährig, gründete dann mein Vater seinen Verlag, den er Bärenreiter-Verlag nannte. Auf einer Singwoche lernte er seine Frau kennen, die aus Kassel stammte. Und 1927 zogen 14 Mitarbeiter und 3 Güterwagen mit Inventar und Vorräten von Augsburg nach Kassel. Am 8. März 1945 trafen die Fliegerbomben die Verlagsgebäude und das Wohnhaus der Familie. Alle Mitarbeiter legten Hand an, Mörtel wurde von den Steinen geklopft, Nägel wurden gerade gebogen. Bis Ende 1948 waren die ersten Maschinen wieder instand gesetzt. 1949 waren bereits 400 Bärenreiter-Ausgaben neu gedruckt. Er selbst schreibt in seiner Biografie Haus unterm Stern, selten hat wohl ein Verleger so harmlos und ahnungslos angefangen wie ich. Projekte wie zum Beispiel die neue Mozart-Ausgabe, die neue Bach-Ausgabe oder die Werke Franz Schuberts, um nur einige zu nennen, bilden zum einen ein Fundament, das bis in die heutige Zeit reicht und immer noch ausgebaut wird. Die Musikwissenschaft spielte mit den entsprechenden Publikationen eine immer größer werdende Rolle. Für den Konzert- und Opernbereich wurde eine eigene Abteilung geschaffen, die durch den Zukauf der Alko-Edition den Bühnenkatalog noch erweitern konnte. Ich mag das sehr gerne, dass wir es mit Kunden aus aller Welt zu tun haben und dass wir auch in die Welt hinausreisen. Und ich bin gerade wiedergekommen aus Amerika zum Beispiel. Und das ist ein sehr positiver Aspekt meiner Arbeit. Dadurch, dass ich in meinem Job in Kontakt bin mit unseren Kunden auf der ganzen Welt, kriege ich mit, was uns da an Engagement und Enthusiasmus entgegengebracht wird. Und das ist eine ganz tolle Motivation für unsere alltägliche Arbeit hier. Und wenn es einem gelingt, ein Klima zu schaffen des Vertrauens, was dann auch eingelöst wird durch die Projekte und dessen Erfolg, dann öffnet das Türen für eine langjährige Zusammenarbeit, und daran arbeite ich jeden Tag. Wir haben immer versucht, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in unsere jeweils jüngsten Ausgaben zu übernehmen und damit auch dem allgemeinen Urteil, dass bei den großen Komponisten schon alles gesagt sei, praktisch entgegenzuwirken. Natürlich auch weitere Projekte, die sich in Planung befinden, auch welche, wo dann so ein bisschen die Grenzen verschwimmen werden zwischen Papier und der digitalen Ebene, was natürlich auch in dem Bereich Gesamtausgaben sehr, sehr spannend ist, wenn man die Quellen dann auch dem Nutzer wirklich im Detail zur Verfügung stellen kann und man sich das nur vorstellt, man hat den kritischen Bericht neben dem Notentext und kann dann wirklich auch durch die verschiedenen Quellenlagen sich hindurch klicken. Wissen Sie, ich glaube, jede Generation braucht auch so etwas, wo man sagt, wir haben das nicht nur übernommen, sondern wir haben auch etwas Entscheidendes dazugefügt. Mein Name ist Chris Jackson und ich bin diese Woche in Kassel, um an der jährlichen Planungskonferenz teilzunehmen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, mit meinen Kollegen aus Kassel und Prag zusammenzukommen. Es klingt zwar wie ein Klischee, aber für Bärenreiter zu arbeiten, ist wie für eine große Familie zu arbeiten. Obwohl wir groß genug sind, um diese fantastischen Verlagsprojekte zu realisieren, sind wir doch klein genug, dass wir Einfluss nehmen und unsere Ideen einbringen können. auch Cellokonzerte herausgegeben von Delmar. Das wollen wir fortsetzen, also kritische Neuausgaben, wichtiger Titel. Aber die letztendliche Genehmigung für die Nutzung. It's great to discover we have similar problems. Es tut gut festzustellen, dass wir ähnliche Probleme haben und die Zeit zur Verfügung steht, zusammenzukommen und Ideen auszutauschen. Also zuerst ist es die tiefe Befriedigung, dass man etwas herstellt, was einen kulturellen Wert besitzt. Das andere ist natürlich, dass man mit dem Papier zu tun hat, das für Noten eigentlich geeignet sein muss. Das heißt, es muss sich gut anfühlen für den Musiker, der es umblättert, und es darf nicht klingen, wenn er es umblättert, und es darf nicht durchscheinen. Und ich glaube, unser Papier erfüllt diese Voraussetzungen alle. Man sich vorstellt, dass der Musiker vielleicht unter ungünstigem Licht spielen muss, dann wäre es natürlich nicht angenehm, wenn er eine Blendwirkung hätte. Dadurch erklärt sich auch die leichte Färbung des Papiers. Wenn man Glück hat, hat man es mit einem Komponisten zu tun, der so bekannt ist, dass es für ihn ein ordentliches Werkverzeichnis gibt. Einige solcher Nachschlagewerke stehen ja in dieser Bibliothek und sie enthalten für das fragliche Werk Informationen darüber, wann der Komponist zum ersten Mal daran dachte, es zu schreiben, wie die ersten Skizzen und der erste Entwurf aussahen, was im vollendeten Autograph stand, wie dieses Autograph zu einer ersten Ausgabe wurde und wie diese möglicherweise später korrigiert wurde. Und dann kann man danach fragen, welche Auswirkungen diese Änderungen, diese Entwicklung im Kompositionsprozess hatten. All diese Informationen sollten dem Musiker zur Verfügung gestellt werden. Ganz klar möchte er, dass man bemerkt, dass die Halbtöne durch die Hand erzeugt werden. Die Klangqualität macht es ganz deutlich, was Natur und was gestopfte Töne sind. Inzwischen gibt es wieder junge Musiker, die das Naturhorn spielen. Das Instrument, das Brahms eigentlich wünschte. Oder natürlich das Ventilhorn. Ein Instrument, das er zwar in Kauf nahm, aber nicht bevorzugte. Ich bin der Meinung, dass man der Präferenz des Komponisten ein gewisses Gewicht geben sollte. We should put in the modern horn here. Musiker brauchen vor allem in zwei Bereichen eine Hilfestellung. Der eine hat mit der ursprünglichen Programmgestaltung und Aufführung des Werkes zu tun. Wenn man ein Brahms-Horn-Trio spielt, ist es hilfreich zu wissen, welche Instrumente zum Einsatz kamen, was die Quellen sagen, wie die ursprünglichen Aufführungen aussahen und wie sie bei Kritikern und dem Publikum ankamen, was noch auf dem Programm stand, wer gespielt hat und wo, und so weiter. Zum anderen geht es darum, wie das Werk entstanden ist. Und das ist nur möglich, wenn man es als Prozess darstellt und nicht als ein singuläres, abgeschlossenes Ereignis. Now that you heard on the violin, let's see the slow movement with the cello, and then with the modern horn, and then we can. Sometimes before. Manchmal haben Musiker eine wunderbare Idee. Sie denken, ich kann sehen, wie sich diese Phrase entwickelt. Und auf dem Höhepunkt sollte ein Sforzando stehen. Wenn Sie schlau sind, nehmen Sie sich vielleicht das Autograph vor und werden möglicherweise feststellen, dass Brahms tatsächlich ein Sforzando notiert hatte, es dann aber wieder gestrichen hat. Da kann man dann bei Brahms persönlich Unterricht nehmen. Vielleicht meinen Sie, dass hier ein Sforzando stehen sollte? Das dachte ich auch, aber als ich es mit Joachim ausprobiert habe, hat das Sforzando uns nicht gefallen. So etwas erfährt man nur und kann es Agatha Christie-mäßig rekonstruieren, wenn man den Entstehungsprozess zurückverfolgt. Der Prozess ist also sehr wichtig für die Gegenwart. Da geht es nicht nur um ein bisschen Geschichte für irgendwelche Akademiker. So ist das Werk entstanden, das auf dem Notenpult steht. Und man muss es zum Leben erwecken, zum Klingen bringen. Das ist eigentlich ein ziemlich radikaler Ansatz, Musiker mit Informationen zu versorgen. Ja, und wir sind vielleicht die Ersten, die das so tun. Bärenreiter Urtext. Your next performance is worth it.